So, hier sind wir wieder bei Let's Play Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Wir sind ja letztes Mal hier bei dem, im zweiten Stockwerk vom Turm stehen geblieben, nachdem wir diesen orientierungslosen Entdecker getroffen haben. Und ich trinke mal noch kurz was. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter. Turm, drittes Stockwerk. Soweit ich mich erinnere, waren hier keine Hinweismünzen mehr, oder? Na, ist auch Latte. Gehen wir einfach weiter. Wir müssen offenbar ein weiteres Rätselschloss öffnen, Luke. Ach ja, ich wollte Sie noch etwas fragen, aber dieser Entdecker eben hat mich etwas abgelenkt. Alles zu seiner Zeit, mein Junge. Erst müssen wir dieses Rätsel nicht lösen. Es sieht nicht leicht aus. Fliehe, arme Magd. Eine Dienstmagd ist die endlose Schufterei bei Hofe Leid und versucht, aus dem Königsschloss zu entkommen. Doch ach, geharnischte Wachsoldaten versperren ihr den Weg. Schiebe die Klötze beiseite und buxiere den roten Klotz durch den Ausgang rechts. Die Freiheit der armen Magd liegt in deinen Händen. Schaffst du es? Ah, das will ich meinen. Gut. Und es geht schon wieder nicht weiter. Mal überlegen. Nochmal so. 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 Einen Moment. So, 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 so. Och, das darf doch nicht wahr sein. Sag mal, das gibt's doch nicht. Verflucht. Gut, nochmal neu und ich benutze wieder Hinweise. Es mag so aussehen, als befändest du dich schon in einer Sackgasse, kaum dass du mit dem Schieben angefangen hast. Solange du aber nicht immer die gleichen Schritte wiederholst, wirst du den roten Klotz früher oder später durch den Ausgang bekommen. Na super. Dieser Hinweis sollte dir ein bisschen Spielraum verschaffen. Versuche, die blauen Klötze zu einer Gruppe zusammenzuschieben. Tatsächlich hast du vorher gar keine Chance, den roten Klotz durch den Ausgang zu boxieren. Danke, das hilft mir schon eher. Gut, dann sehen wir mal nach. So. Dann sehen wir mal. Irgendwie wird das schon hinzukriegen sein. So, so, so. Ich bin schon wieder viel zu lange an diesem Rätsel dran. So. Ah! Ja. Wir haben es geschafft. Gut. So. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Äh.
alles bewegen. So, so. Ah. Ah, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Hätte ich mal gar nichts gesagt. Schon hakt's wieder. Bisschen weiter hoch. So, 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 so. So. Das kann doch nicht so schwer sein. Es ist doch nur ein bisschen hin und her geschiebe. Himmel, Herr! Dieses Rätsel regt mich schon wieder auf. Ja, weil das ist echt schweineschwierig. Hier ein kleiner Tipp, der bei deinem logistischen Vorhaben von Nutzen sein könnte. Versuche die beiden Klötze gleich rechts neben den roten Klotz zu bringen. Schiebe danach den lila Klotz rechts neben die grünen Klötze. Ich bin schon weiter. Gut, alles nochmal weg. Endlich! Luke, here's my answer. Endlich, ich hab's gelöst. Every puzzle has an answer. Wunderbar! Ein weiteres Beispiel für ein klassisches Schieberätsel. Oh ja. So, geschafft. Jetzt sollte sich die Türe öffnen. Imposant wie immer, Professor. Aber wegen Simon. Was genau ist denn in der Villa passiert? Hat Don Paolo ihn wirklich hat er ihn wirklich aus der Villa fortgeschleppt? Ich denke schon. Das ist nur meine Theorie, aber ich denke, Don Paolo war uns in die Villa gefolgt. Dort begegnete er Simon oder fand ihn im Zimmer liegen. Vermutlich war Simon schon zusammengebrochen, als Don Paolo den Raum betrat. Genauso wie Ramon. Also hat auch Simon vielleicht einfach nur aufgehört zu funktionieren? Bestimmt gehen alle Roboter früher oder später kaputt und Bruno holt sie dann ab. Anschließend repariert er sie hier, im Keller des Turms. Oh, glauben Sie, der schreckliche Lärm aus dem Turm wird durch Brunos Maschinen verursacht? Da, sicher recht, Luke. Darum haben auch alle den Lärm aus dem Turm mit dem Verschwinden der Leute in Verbindung gebracht. Vergiss nicht, dass Don Paolo trotz seines skurrilen Auftretens ein brillanter Wissenschaftler ist. Daher merkte er sicher gleich, aus welchem Grund Simon so regungslos vor ihm lag. Don Paolo ist sicher nur wegen des goldenen Apfels nicht gleich wieder aus San Mister verschwunden. Und bestimmt wollte er den Roboter auch gerne auseinandernehmen, um ihn zu erfahren, wie er funktioniert. Deshalb hat er sich also als Inspektor Chalmie verkleidet, nicht wahr? Dieser Ganove hat sich den Mord einfach spontan zurechtgelogen. Aber das ist noch nicht das ganze Geheimnis, Luke. Los, weiter geht's. Ich erkläre dir den Rest später. Und das Rätsel steht jetzt auch drin. Und wieder ein zwei Geheimnisse gelöst. Bleiben noch drei. Ja, die schauen wir uns natürlich auch an. Geheimnisvolles Grollen. Das laute Grollen aus dem Turm war das Betriebsgeräusch der Maschinen,
deren Hilfe Bruno die Roboter von Sam Mysterio reparierte. Da Sam Mysterio inzwischen schon recht alt ist, benötigen seine Bewohner immer häufigere Wartungen. Aus diesem Grund tritt das Grollen in letzter Zeit vermehrt auf. Und Ramons Gedächtnisverlust. Da Ramon zu den Älteren der Roboter zählt, war ein Wartungsfall nur noch eine Frage der Zeit. Nach seinem Zusammenbruch wurde Ramon eilig zur Reparatur geschafft und nach vollendetem Werk wieder im Dorf ausgesetzt. Nur sein unerklärliches, plötzliches Wohlbefinden verriet dem kundigen Auge, was mit ihm geschehen war. Ja. Gut. Gehen wir weiter nach oben. Vierter Stockwerk. Hä? Was macht die denn hier? Oh nein. Nihihi, schön euch hier zu treffen. Möchtet ihr ein Rätsel hören? Wie sind sie denn bitte hier rausgekommen? Das frag ich mich auch, Luke. Sie muss uns irgendwo überholt haben. Seltsam, ich habe gar nichts bemerkt. Nihihi, flüstert nicht so miteinander. Löst lieber mein Rätsel. Es ist schwierig. Kauf du dir lieber mal Gebiss. Kartenfolge. Ein Joker und die vier Asse der verschiedenen Kartenfarben liegen verdeckt vor dir auf dem Tisch. Finde anhand der folgenden Hinweise heraus, wo sich welche Karte befindet. Erstens, Kreuz liegt direkt rechts neben Herz. Zweitens, weder Karo noch der Joker liegen neben Pik. Und drittens, weder Karo noch der Joker liegen neben Kreuz. Und viertens, weder Karo noch Pik liegen neben dem Herz. Okay. Weder Karo noch der Joker liegen neben Kreuz. Kreuz liegt direkt rechts neben Herz, ist da. Weder Karo noch der Joker. Passt nicht. Ich liege neben Pik. Liegt nicht. Weder Karo noch der Joker liegen neben Kreuz. Gut, das passt nicht. Vielleicht? Nein. Weder Karo noch der Joker liegen neben dem Kreuz. Passt auch nicht. Dann sehen wir mal. Kreuz liegt direkt rechts neben Herz. Ja, ist so. Weder Karo noch der Joker, das passt natürlich wieder nicht. Ey, Mann, das gibt's doch nicht. Meine Güte. Meine Fresse, das kann doch nicht so schwierig sein. Mal schauen. Ein Kreuz liegt direkt rechts neben Herz. Ja, weder Karo noch der Joker liegen neben Kreuz. Nee, passt so auch nicht. Ach, wisst ihr was? Ich werde hier jetzt den Part erstmal beenden und offscreen mal ein bisschen rumprobieren. Also dann,
bis zum nächsten Part. Tschüssi!